In Ghost Runner 2 gibt es brutale Katana-Action, schnelles Gameplay und vieles mehr. Wer etwas Neues in der Cyberpunk-Welt sucht, sollte definitiv dranbleiben. Servus Gaming-Freunde, willkommen zum nächsten Video. Vor kurzer Zeit ist Ghost Runner 2 erschienen, spielt in der Cyberpunk-Welt und hat verdammt gute Wertungen abgestaubt bei Metacritics, ein User-Score von 84, was echt krass ist, oder zum Beispiel auch auf Steam eine 90er-Bewertung. Es ist aber auch auf der PlayStation 5 und auf der Xbox Series X und S draußen. Dank der Entwickler konnte ich schon vorab reinschauen und möchte euch hier in diesem Video zeigen, was das Spiel alles zu bieten hat und für wen es etwas ist. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video informiert und schreibt gerne in die Kommentare rein, was sagt ihr zu dem Spiel, bin ich echt gespannt. Wer von euch noch nicht genau weiß, was Ghost Runner 2 ist, wir haben hier einen blitzschnellen Ego-Slasher mit dem Katana in einer postapokalyptischen Cyberpunk-Welt, also die Welt ist schon mal untergegangen und die Story ist in Level unterteilt, das ist ein wichtiger Punkt. Jeder Treffer ist ein Kill und das Movement ist stark vom Parkour inspiriert. Die Steuerung spielt sich extrem smooth. Man schwingt, springt und slidet rasant durch die Level und kämpft sich durch die verschiedenen Gegner durch. Es ist möglich, die Zeit zum Beispiel zu verlangsamen und sogar Schüssen in der Luft auszuweichen. Wandsprünge müssen getimed werden, weil sich die Wände deaktivieren. Das Ganze ist mit packender Musik unterlegt und das sorgt dafür, dass man sich wie in einem Rausch durch das Level durchbewegt. Man fühlt sich wie ein ultimativer Cyber Ninja, der alles vernichtet, was einem in die Quere kommt, und wie die Gegner auch eben zerfetzt auseinandergeschnitten werden mit dem Blut, gefällt mir persönlich extrem gut und es macht einfach Spaß. Im Spiel trifft man immer wieder auch auf Bosskämpfe, die für zusätzliche Action sorgen. Jederzeit kann man auf Knopfdruck coole Katana-Animationen ausführen. Das fühlt sich richtig geil an. Ich habe das oft während des Slidens gemacht, weil man da natürlich einfach die Zeit hat und dann schwingt sich das Katana, oder zum Beispiel vor einem größeren Fight oder auch nach dem Fight gibt es dann einfach immer eine coole Animation. Kann man natürlich auch zwischendrin mal machen, wenn man Gegner getötet hat. Und ich finde, da merkt man einfach von dem Entwickler die Liebe zum Detail. Besonders geil ist bei der Standanimation, wenn das Schwert so einmal komplett angeguckt wird, einfach ein Highlight. So geil das Gameplay aussieht, indem man die Gegner mit einem Streich des Katanas zertrennen kann und sich schnell weiter fortbewegt, es muss erst gemeistert werden. Das ist die Herausforderung, denn nicht nur die Gegner sind mit einem Treffer tot, sondern man selber auch. Ich persönlich musste mich daran erst gewöhnen, sowas habe ich davor noch nie gespielt. Stirbt man, wird man beim letzten Kontrollpunkt gespawnt und muss es eben erneut versuchen. Dank der neuen starken Hardware auf den Konsolen, aber auch auf PC ist es möglich, dass ohne Laden Bildschirm zu haben, man stirbt, drückt den Knopf für den Neustart und man spawnt direkt am Kontrollpunkt, was super angenehm ist. Wenn man aber die Stelle dann geschafft hat, dann fühlt man sich danach eben richtig gut und hat Bock weiter voranzukommen. Spielt man das Level zum allerersten Mal, gibt es mit Sicherheit bei einigen Frustrationsmomente. So war es auf jeden Fall auch bei mir, wenn man an einer Stelle eben ein bisschen länger braucht. Man muss auf jeden Fall Spaß haben, sich immer weiter zu verbessern und das Level genauso wie die Gegner eben zu meistern. Wer bei diesem Punkt ein bisschen Bedenken hat, ob das Ganze für ihn etwas ist, der sollte am besten die kostenlose Demo austesten. Gibt's auf PC, PlayStation 5 und auf den Xbox Series Konsolen. Mit der Zeit wird das Spiel aber auch leichter, denn man kann den Charakter eben skillen, mit Fähigkeiten verbessern und dadurch werden die Kämpfe, aber auch der Parcours leichter. Mit der Zeit wird man natürlich dann immer stärker, es geht immer schneller, besser voran und man schaltet auch immer wieder neue Features frei und das macht dann einfach Spaß, durch die nächsten Level einfach noch besser, noch stärker oder schneller auch durchzukommen. Wer möchte, kann in den Einstellungen auf der rechten Seite einen Timer und eine Todesanzeige einblenden. So lassen sich auch echt coole Speedruns aufnehmen und man hat am Ende des Levels immer eine Freundesbestenliste. Und so kann man sich mit seinen Freunden messen, was ich richtig cool finde. Kleine Story am Rande, beim allerersten Durchlauf vom ersten Level bin ich so oft draufgegangen, weil ich natürlich die Steuerung noch nicht konnte, man muss sich erst dran gewöhnen und ich war so, so viel schlechter als mein YouTube-Kollege Fragnard. Grüße gehen an der Stelle raus und ich konnte es einfach nicht auf mir sitzen lassen, so viel schlechter zu sein und habe das Level dann eben nochmal erneut gespielt und da ist es mir sogar gelungen, ihn zu schlagen und ich denke auch einigen von euch wird dieses Feature echt gefallen, wenn man sich gegenseitig battlen kann.
Während meiner Spielzeit habe ich auch gemerkt, dass es nicht das Ziel vom Spiel ist, einfach so die Story durchzuspielen, sondern man soll sich eben Zeit lassen, die Level auch zu wiederholen, um eben eine bessere Zeit zu erreichen, wenn man das Ganze möchte. Desto besser man das Level drauf hat, umso mehr macht natürlich das Gameplay Spaß, weil man kommt in einem Rutsch durch, ohne eben zu sterben und fühlt sich einfach nur absolut OP. In den Leveln gibt es auch einiges zu entdecken. Es gibt zum Beispiel Herausforderungen, die man bei einem Schalter aktiviert. Ziel ist es, in einer bestimmten Zeit eben ja sie abzuschließen und eben Medaillen zu erreichen. Bronze, Silber, Gold. Desto besser man natürlich ist, umso besser wird dann auch die Belohnung. Zum Beispiel muss man dann Tore in einer bestimmten Zeit durchlaufen, parkourmäßig dann eben. Oder zum Beispiel Würfel mit dem Wurfstern abschießen. Und wenn man das eben schnell macht, dann gibt es unterschiedliche Belohnungen. Auch versteckte Objekte gibt es in den Leveln, die man eben entdecken muss. Es lohnt sich immer, die Umgebung genauer anzuschauen und vielleicht dann auch mal eine Abzweigung durchzulaufen. Wie vorhin schon erwähnt, gibt es auch eine Story. Diesmal nehmen wir es mit einer brutalen KI-Sekte auf, die den letzten Zufluchtsort der Menschheit infiltriert hat. Vom Hub aus startet man in die verschiedenen Missionen/Level. Mehr möchte ich euch aber zur Story nicht spoilern. Die Gebiete im Spiel fallen unterschiedlich aus. Man ist sogar mit dem Motorrad unterwegs. Erstmals kann das Ödland außerhalb des Cyberpunk-Dharma-Turms erkundet werden. In den Leveln gibt es immer wieder kleine unterschiedliche Rätsel, die gelöst werden müssen, um eben weiterzukommen. Zum Beispiel hier mit dem Wurfstern Energieblöcke abschießen oder orangefarbene Kugeln finden und dann zerstören. Wie vorhin schon erwähnt, ist es möglich, den Charakter zu verbessern. Das geht im Hub und zwar im eigenen Raum. Über das Terminal kann man aufs Motherboard zugreifen und dort können dann eben neue Fähigkeiten mit Währung, die man eben so im Spiel bekommt, freigeschaltet werden und die kann man dann eben ins Mainboard einbauen. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass man eben Schüsse mit dem Katana abwehren kann. Die gehen dann zum Ziel zurück, können das Ziel töten. Finde ich eine geile Sache. Oder dass der Sprintboost ein bisschen weniger Ausdauer kostet. Und natürlich ist man limitiert von den Fähigkeiten, man kann nicht alle aktivieren und so muss man eben selbst entscheiden, was passt zu seinem Spielstil, finde ich eine nette Sache. Sammelt man in den Leveln genügend Speichersplitter, dann kann man auch das Motherboard vergrößern und so eben noch mehr Fähigkeiten einbauen. Sehr stark sind die ultimativen Fähigkeiten, die gibt es natürlich auch. Wegen der langen Aufladezeit sollte man sie nur in brenzlichen Situationen einsetzen. Hier gibt es zum Beispiel einen Strahl, der alle Gegner aus dem Weg räumt oder die Möglichkeit, die Zeit zu verlangsamen. Die ganzen Gegner und alles ist eben langsamer, nur man selber nicht. So hat man es leichter. Es gibt auch optische Anpassungsmöglichkeiten, viele verschiedene Katanas, mega geil. Diese können auch an der Wand im Hub eben begutachtet werden, im eigenen Raum. Unter anderem können auch Hände eben angepasst werden, genauso wie das Motorrad. Ich hoffe, ich konnte euch hier was Cooles zeigen. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß. Das Spiel kostet übrigens 39,99 €, ist kein Vollpreistitel, gibt es physisch, aber auch digital zu holen auf PC, auf der PlayStation 5, aber auch auf der Xbox Series X und S. Und es gibt auch noch größere Versionen mit Season Pass. Mehr Infos gibt es unten in der Videobeschreibung. Ich danke euch fürs Zuschauen und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wie immer, viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.